So, wir waren gewöhnt, ein A1 zu bauen, klassisches Fahrzeug für Brennermotoren, A1 kleines Fahrzeug, aber natürlich ein E-Fahrzeug, einen großen E-Tron, war für uns erstmal wichtig, das ins Werk Brüssel zu bekommen. Aber ein E-Tron ist auch aufgeteilt in zwei Schienen, sage ich mal. Erste Schiene ist das klassische Fahrzeug, immer mit einem Bodentech, mit vier Rädern, mit einem Lenkrad, mit die Innenverkleidung. Das ist das klassische Teil vom Fahrzeug. Es gibt auch die Herausforderung Richtung Elektrik und Elektronik. Richtung Elektronik gibt es im Fahrzeug komplett neue Bordnetzsysteme, die bei uns unbekannt waren. Haben wir angelernt mit Unterstützung von Ingolstadt und sag mal, die große Audi-Familie hat uns massiv unterstützt. Und zweitens auch Richtung Hochvolt. Hochvolt ist neu für allen. Das heißt auch neu für die Entwicklung, neu für die Planung, neu für die Elektroplanung, aber auch neu für unsere Mitarbeiter. Man sagt immer, Hochvolt muss man Angst haben. Sage ich, nein, man muss keine Angst haben an Hochvolt, man muss nur Vorsicht sein. Mit Vorsicht meine ich, wenn die Leute richtig qualifiziert sind und richtig unterwiesen sind, dann muss sie keine Angst haben. Kann eigentlich nichts falsch gehen, weil man macht, was man machen muss. Und dafür haben wir in der Mannschaft roundabout 200.000 Stunden Qualifizierung gesteckt. Und das lohnt sich jetzt. Ja, CO2-frei, muss erstmal unseren damaligen Werkleiter herzlich bedanken. Hat das zum Herzen genommen und für Audi AG in Brüssel als erste Werk zu bilden, dass CO2-neutral ist. Also CO2-neutral heißt für uns, dass wir wirklich produzieren mit wenig Verlust an Energie. Und wir kompensieren noch Energie. Die Kompensation liegt bei uns aufs Dach. Wir haben eine Photovoltaikanlage mit 17.000 Tonnen CO2 kompensieren. Wir haben auch in der Halle massive Maßnahmen genommen. Zum Beispiel die Isolation von Gebäuden, die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist jetzt komplett LED ausgestattet. Und wir haben es auch in Programmierung gemacht, dass während der Pause die Beleuchtung auf ein Drittel geht. Und damit sparen wir auch CO2. So, Richtung CO2-Verbesserung gibt es ständig Maßnahmen. Wir haben eine Truppe, eine Energietruppe, die bei uns über alle Gewerken ausgerollt ist und die ständig wöchentlich zusammenkommen. Wichtig ist, dass wir auch sehr kleine Maßnahmen umsetzen. Ja, neben die Beleuchtung und Energieversorgung, die große Maßnahmen sind, ist es wichtig, dass wir jeden Mitarbeiter mitbekommen. Jeden Mitarbeiter bekommen wir mit durch kleinere Sachen zu dokumentieren, zu argumentieren, umzusetzen. Und wir nennen das in Brüssel KVP. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das ist wichtig, wegen der Know-how ist bei den Mitarbeitern anwesend. Wenn wir den Mitarbeiter mitbekommen und er kann sein kleines Ding dazu beitragen, ist er erstmal stolz. Ich habe etwas dazu geleistet. Ja, das bringt etwas Kleines für ein großes Unternehmen, wie Audi doch ist. The challenge was that we are used to build little cars. The A1 was a little car for Audi. But a car stays always a car. So that means in the car you will have the components everybody will see. But for the e-tron, there are very typical components. You have the components with high voltage. High voltage, that means that we have 400 volt in the cars. And it's not, the people have not to be angry to work with the high voltage. Because when you are aware of the problems you can have, very aware of the danger. But when you are qualified to work with it, there's no problem. You only have to follow the rules. And to explain it to the worker, we have put in our qualification more than 200,000 hours qualification. Yeah, we are very proud in Brussels. Brussels, the main capital of Belgium, but also of Europe, to have an example of carbon-free production. Nobody thought it was possible, but we made it. We have on our roofs photovoltaic installations. In the lines, you will see we have LED lights that we are improving every day. Le défi pour le e-tron était pour nous énorme. On avait l'habitude de construire une voiture Audi A1, une petite voiture dans la famille de Audi, une citadienne. Maintenant, on fait la voiture la plus grande électrique. Une voiture est une voiture. Pour les clients, ils vont voir qu'il y a des sièges dedans, qu'il y a des roues, qu'il y a un volant. Mais pour nous, important, c'est tout ce qu'on va passer, c'est tout ce qui est électronique et tout ce qui est électrique. Et quand je parle d'électrique, il y a le haut voltage maintenant qu'on intègre dans la voiture. Haut voltage, 400 volts. Nos collègues, nos gens nous demandent, est-ce qu'on doit avoir peur de ça? Non, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut seulement voir et seulement savoir ce qu'on fait. Et quand on est bien qualifié, quand on sait s'il y a peut-être un danger, comment il faut le traiter, il n'y a pas de danger pour l'opérateur. Et dans ce cas-ci, on a investi plus que 200 000 heures de formation dans nos opérateurs pour les rassurer et pour les faire bien travailler. Oui, on est très fiers ici à Bruxelles, la capitale de la Belgique, mais aussi la capitale d'Europe, qu'on a une usine de production qui est à 100% CO2 neutre. On le fait d'abord avec une installation photovoltaïque sur le toit. Avec cela, on couvre presque toutes nos consommations, mais aussi les toutes petites choses qu'on veut améliorer en ligne. Par exemple, ici, vous voyez l'éclairage sur base LED. Ça consomme nettement moins, mais aussi pendant les pauses, on a des idées qu'on met en œuvre, c'est-à-dire on coupe pour la moitié ou pour un tiers la puissance de la lumière. Ce qui est important,
important aussi, c'est que nos collaborateurs, ils donnent chaque fois des idées pour améliorer. Et ça, c'est important. Een elektrische wagen is een groot verschil met een A1. We waren gewoon A1 te bouwen voor Audi, de kleinste wagen voor Audi, de stadswagen voor Audi. Nu bouwen we een zeer grote wagen, een elektrische wagen, 4x4. Het is natuurlijk zo voor de klant, is een wagen die altijd zetels hebben, een tapijt hebben, een stuur hebben en wielen hebben. Maar voor ons zit de grote uitdaging in het gedeelte dat we niet zien. Dat is namelijk de elektronica en de elektriciteit. Wij bouwen een wagen die 400 volt elektriciteit in de wagen heeft. En het is belangrijk dat we de mensen informeren over wat eventueel mogelijke risico's zouden kunnen zijn met een hoogvolt installatie. De wagen is zo gebouwd dat er geen gevaren zijn, maar als we de mensen op de correcte manier scholen en informeren wat mogelijke risico's kunnen zijn, dan zijn er ook geen gevaren. En in dat kader kan ik u zeggen dat we meer dan 200.000 uren geïnvesteerd hebben in de kwalificatie van de mensen. Zo, wij zijn fier dat we in Brussel, in de hoofdstad van België, de hoofdstad van Europa, een eerste fabriek bouwen die compleet CO2-neutraal is. Dat betekent wij compenseren al onze elektrische verbruiken. Een groot deel door de fotocellen die op het dak liggen, daarmee compenseren enorm veel. Maar ook door kleinere zaken. Kleinere zaken die we in de lijn zien, bijvoorbeeld LED-verlichting. LED-verlichting die een groot besparing op verbruik elektriciteit geeft. Maar ook de LED-verlichting schakelen we af in de pauzes. Bovendien hebben we ideeën van operatoren die we omzetten. De operatoren zijn de mensen die de meeste kennis, de meeste ervaring hebben. En die kleine ideeën zetten we ook om.